Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Link Between Worlds. Ja, wir sind hier immer noch in dem Windhaus und auf der Suche nach dem Boss oder auf dem Weg zum Boss. Oh Gott. Komm her, du. So. Der ist hin. Hier können wir wieder was anzünden. Warte mal. Da. Da. Flupp, flupp. Komm. Und. Ha, Tür öffnet sich. Gut. Zack, wieder aus. Jetzt machst du Licht aus. Was jetzt? Alter Schwede. Sollen wir alle platt machen? Finde ich ja fast ein bisschen viel verlangt, ne? Warte mal. Hier, da. Oh, die Gott, die können da rüberfliegen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott. Das habe ich so nicht bedacht. So ein Mist. Oh, und wenn wir... Oh, fies. Wir haben nur noch ein halbes Herz. Wir gehen hier mal rüber. Oh, und wenn wir die mit Feuer treffen, dann ziehen die uns gleich was ab. So, erwischt. Gib uns auch ein Herz, bitte. Mist. Ja, natürlich ist die Kiste da oben. Da muss man erstmal wieder hinkommen. Und die bleiben jetzt stehen. Okay. Oh! Okay, hat gereicht. Okay, kurz hier rüber. So. Okay, der andere, der ist eine Etage da drüber. Zwacken wieder. Sehr schön. Und hier durch. So. Ah ne, wir müssen da lang. Irgendwie. Komm, wir müssen hier nochmal rüber. Monsterherz wollen wir eh gerade nicht haben. Okay, wir sind jetzt hier. Irgendwo. Achso, Herzen sind voll. Okay. Kleiner Schlüssel. Sehr schön. Jetzt können wir hier wieder lang. Hier einmal entlang. So. Ja, den brauchen wir hierfür, aber gucken wir uns das nochmal an. 50 Rubine, yeah! Das ist schon wieder 500 Stück. So, wir schauen mal eben nach, ob wir alle Räume durchsucht haben. Ja. Wollen ja nichts übrig lassen, wenn möglich. So, dann hier drauf. Oh, wie klappt das so, wie ich mir das vorstelle? Einmal hoch. Oh, knapp. Geh mal rüber. Zack. Zack. So, jetzt sind da wieder die Kleinen, glaube ich, draus geworden. Ja, komm, wir müssen nicht jeden Gegner platt machen. Aber den bestimmt. Und nu? Wow. Was bist... Oh Gott, was bist du denn? Da muss man bestimmt hier mit der Fähigkeit rumeiern, oder? Oh. Ja, klar. Ja, komm her, du. Wow. Oh Gott. Der wächst ja. Was zum... Was? Können wir den noch so treffen? Okay. Wir müssen die Ringe wieder wegkloppen, damit wir da wieder drankommen. Oh. Nein, nein! Oh Gott! So. Einmal den hier. Genau. Ja, werd noch größer. Nein, oh Gott! So. Hier mal aufladen. Boah, das bringt sogar was, wa? Komm her, du. Oh,
Wenigstens zieht er uns nichts ab, wenn wir ihn berühren. Oh, komm her. Komm her. Ja. Komm her. Und zack. Und komm schon. Na. Jetzt aber. Und. Jawoll. Sehr schön. Geschafft. Boah, wie cool, die alten Klänge nochmal wieder neu zu hören. Und wieder ein Herzcontainer. Ein Herzcontainer, du Herz. Ein weiteres Herz. Oh. Das ist auf jeden Fall noch so ein Amulett. Du hast das Amulett der Weisheit erhalten. Alles wird plötzlich viel klarer. Da-dam, wir haben Schulabschluss. So, und damit haben wir diesen Dungeon auch geschafft. Oh, Moment. Was machst du denn hier? Heute ist schönes Wetter. Deshalb sind wir mit der Königin zum Schwimmen hergekommen. Jetzt, wo die Königin wieder rank und schlank ist, schwimmt sie unglaublich schnell. Konnte nicht mithalten, wurde zurückgelassen. Okay. Eigentlich traurig, wenn man es so überlegt. Sie haben mich einfach zurückgelassen und das wahrscheinlich nicht mal gemerkt. Mir wird gerade erst klar, wie gemein das ist. Blitzmerker. Richtiger Blitzmerker, der Typ. Ja, den Dungeon haben wir geschafft. Sehr, sehr cool. Dann bleibt uns auf jeden Fall oben der Dungeon im Gebirge. Da sollten wir dann bald mal hingehen. Ich guck noch mal wegen den Maimais. Wir haben jetzt noch zwei hier, ne? Ja, zwei. Zwei Maimais. Dann lass uns doch mal eben die Zone abklappern und gucken, wo sich die letzten Maimais irgendwie befinden. Oh, ich hör's. Da, unter Wasser. Juhu. Blub. Du hast ein verirrtes Maimai gefunden. Sehr schön. Okay, das haben wir jetzt auch. Ich höre noch eins. Da oben drunter, oder was? Echt jetzt? Oh, warte mal, in der Höhle waren wir. Da war noch so Feuer gewesen. Ahahaha. Oh, jetzt gucken wir mal. Hört sich an wie eine Feenquelle. Ist eine Feenquelle. Haben wir noch die eine? Ja, die haben wir noch. Okay. Oh, warte mal, mir fällt ein, wir hatten noch irgendwo eine Flaschenpost. Irgendwo war noch eine Flaschenpost, die wir gerne haben wollten. Wie war? War die auf dem Weg zu den Zoras oder hier irgendwo? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ah, da ist sie. Juhu. Blub. Na, komm, gib her. Flaschenpost. Es ist ein Brief darin. Mein Fuß ist verstaucht, meine Moral am Boden. Ich weiß nicht einmal mehr, wie lange ich schon hier feststecke. Hätte ich doch nur an Heras Turm kehrt gemacht und wäre nicht noch weiter vorgedrungen. Ist das mein Ende? Ich wünschte, ich könnte noch einmal Vollmilch trinken. Und wenn es nur ein Schluck ist. Doch die Milchbahn ist so fern von hier. Okay, wir haben eine neue Flasche. Mit der Flaschenpost. Und Milch. Können wir den... Ne, können wir nicht anheben. Schade. So. Wir können die Steine nicht anheben und ich glaube, können sie auch nicht sprengen. So. Mal kurz hier so... Hopp. Das Tor gibt's scheinbar immer noch. Was ist da jetzt? 300 Rubine! Jawohl! Neue Kapitalanlage! Wie cool ist das denn bitte?
Das ist ja richtig super. Oh, warte, weg! Halt mal durch. Hä? Was? Hi! Hier beginnt das große Pegasus-Rennen. Renne von hier bis zum Ziel. Du da, willst du deine Schnelligkeit unter Beweis stellen? Du siehst mir nach einem großartigen Läufer aus. Das wird ein spannendes Rennen. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Rubine. Wenn du es schaffst, das Ziel zu erreichen, erhältst du einen Preis. Willst du es nicht einmal versuchen? Klar, mach mal. Sehr gut. Das Ziel ist beim Haus des Erzhändlers. Ich habe es auf deiner Karte mit einer Zielfahne markiert. Am Ziel steht mein Bruder, also sprich ihn an. Wenn du da angekommen bist, du hast 75 Sekunden. Oh Gott! 75 Sekunden Zeit! Bist du bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig. Ab dafür! Los, 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 go, go, go! Und zisch! Oh, Mist! Hier ist er! Und. Oh, Mist! Hier ist er! Nein, nein, nein! Lass mich los, lass mich los! Das kostet alles Zeit, Mann! Oh Gott! Und. Los, renn! Oh, da gibt's ein Herzteil! Weiter, 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 weiter! So, da lang! Oh. Und hier hoch! So, weiter, weiter, weiter! Hier entlang! So, da wieder hoch. Geht das da hoch? Offensichtlich. Ja, hier sind wir schon mal, ich glaube, relativ richtig. Oh, oh Gott. Hier weiter. Ja. Aus dem Weg, aus dem Weg. So, schneller, schneller, schneller. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Gott. Ah, nein! Ich glaube, das war falsch. Zeit ist vorbei. Puh, ich hasse aufräumen. Oh Gott. Das war er nicht. Was? Oh, Besuch. Ach, du bist es nur. Der Bengel von der Schmiede, nicht wahr? Was machst du denn für ein ernstes Gesicht, du kleine Schlafmütze? Hast du beim Meister gekündigt und willst jetzt bei mir als Lehrling anfangen? Haha. Nein, du komischer roter Zipfel-Fidi. Ich war gerade in Bergen und habe Erz abgebaut. Da bebt auf einmal die Erde. Und als ich zurückkam, sah es hier so aus. Alles voll mit Steinen und Felsen. Hast du dich da draußen umgesehen? Ich werde Wochen brauchen, um das alles aufzuräumen. Naja, so ein Fels hochzuheben und auf dem Boden zu zerschmettern, ist ja auch ganz befreiend. Wenn du das sagst, wenn das nur alles Erz wäre. Hm, was ist? Willst du es auch mal probieren? Ist schon ein gutes Gefühl. Wir können nichts anheben. Hm, schaffst du es nicht? Bist du nicht der Stärkste, was? Hier, versuch's mal damit. Damit hat schon mein Großvater Felsen gestemmt. Du hast den Krafthandschuh erhalten. Damit kannst du kleine Felsen aufheben. Ja, sehr schön. Damit dürfte selbst ein Hänfling wie du die Kraft haben, Felsen hochzuheben. Vielleicht wirst du es ja mal lauter Dankbarkeit die Felsen um mein Haus herum wegräumen. Haha, nur ein Witz. Obwohl ich dich natürlich nicht abhalten werde, wenn du es unbedingt tun möchtest. Dann mache ich mich wohl mal wieder ans Aufräumen. Grüße Meister von mir. Klar, hier. Bang. 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 Ums Haus herum, ja? So, was nämlich der dumme Fehler war? Hier steht sein Bruder. Die Zeit ist abgelaufen. Ach, jetzt nicht so enttäuscht. Nächstes Mal klappt's bestimmt. Wir kennen dich zwar gar nicht, aber wir glauben an dich. Hm, du siehst so entschlossen aus. Willst du gleich noch einmal? Ja, will ich. Du bist auf den Geschmack gekommen, was? So, machen wir es nochmal. Oh, oh. So kann man sich auch dahin teleportieren. Das ist natürlich super. So, beginnt. Ja. Teilnahmegebühr 20. Ja. Unbedingt. Sehr gut. Ja. Haben wir verstanden. Bist du bereit? Natürlich. Auf die Plätze. Fertig. Go! Du. So, mal eben hier runter.
Wow. Oh, Mist. So, einmal hier. Und weiter. Du. Wow. Oh, nein. So, ich habe Maimai gehört. Macht aber gar nichts. So, einfach hier weiter. So, da wieder entlang. Ab nach oben. Oh, nein, nach oben. Ui. So, hier wieder entlang. Ciao, Leute. Ihr kriegt mich nie. Oh, nein. Dummes Schild. Hier wieder hoch. Nein, keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Ich muss gehen, auf Wiedersehen. Yeah, Ende. Herzlichen Glückwunsch, du bist am Ziel. Du hast 65,7 Sekunden gebraucht. Und der mit Spannung erwartete Preis ist das hier. 100 Rupees. Nehmen doch als nächstes am Pegasus Rennen für Fortgeschrittene teil. Wow! Noch ein Rennen? Nee, machen wir gleich. Warte mal. Ich weiß nämlich nicht, wo es hingeht. Komm mal wieder. So. Jetzt können wir nämlich hier mal. Du mieser Vogel! So. Komm! Hallo? Nein! Wow. Den wollte ich. Nein, jetzt das Herz weg. So, da noch und den noch. Den noch. So, so, so. So und so. So. Ich höre doch schon wieder an Maimai. Schau mal, die können auch an Häusern hängen, ne? So. Ne. Da ist keins. Oh, oh. Der Meister. Brauchst du. Oh. Oh, ho, 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 ho. Ich hätte nicht gedacht, dass du das für mich tun würdest. Das war wirklich nur als Witz gemeint. Ich muss mich irgendwie bei dir revanchieren. Komm rein. Okay, jetzt gibt's wahrscheinlich Kloppe. Oh, das. Das ist die Revanche? Wow, 40 Rubine! Ja. Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Haha, na los, nimm schon. Hab ich doch bereits. Wusste nicht, dass es für mich ist, aber. Einfach mal eingesammelt. So, jetzt. Komm hier, ja, du. So. Und hier vielleicht. Manchmal hängen die auch im Baum drinne. Ah, nee, da ist das. Ha! Komm her, du! Meck, 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 meck! So, wieder ein Maimai. 5 Stück haben wir bereits wieder. Tack, tack, tack. Bup, 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 bup. Okay, wie viele gibt's denn hier? 7. Okay, so, nee, wir gucken jetzt, falscher Knopf. Gucken jetzt mal hier in die Höhle. Bam! Mhm. 20 Rupees. So, sonst noch was? Was? Oh. Naja, wenigstens Herzchen für uns. Gut. So, jetzt können wir nochmal für Fortgeschrittene gucken. Ja. 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 Gut, dann kommen wir wieder. Nicht vergessen, gib immer dein Bestes. So. Wo geht's diesmal hin? Bereit für das Pegasus-Rennen? Lass uns nicht entgehen. Die Teilnahme gebührt. Yep. Schaff's. Willst du es noch einmal versuchen? Unbedingt. Das ist Pegasus-Rennen für Fortgeschrittene. 65 Sekunden. Oh Gott. Bist du bereit? Auf die Plätze. Fertig. Go! Also, das ist wieder in dieselbe Richtung. Okay. So. Ah. Na, du Mieser! So, schnell hier durch. Wieder hier runter. Und hier hoch. So.
Weg mit dir! Oh nein! Nein! Oh Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Das haut ja sowas von überhaupt nicht hin gerade! Gott! So, da lang. Oh Gott. Lauf! Oh Gott. Oh, weg, 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 weg. Tut mir leid, Mai Mai. Einmal hier rum. Keine Zeit, Mann. Oi, 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 oi. Oh, es wird doch nichts. Ah, Zeit ist um. Da! Und alles nur wegen dir, du Vogel. So. Ihr seid alle schuld. Ihr alle. Alle, wie ihr hier im Weg rumsteht. Komm runter da. Bam. Und bam. So. Ich will das nochmal machen. Komm her. Jo. Jo. Ja. So, mal eben kurz durchklicken. Seid mir nicht böse, aber das lesen wir jetzt nicht nochmal. So. Bist du bereit? Auf die Plätze fertig. Go! So. Zack. Und weiter. Wow. Und weiter. So. Einmal da lang. Und da hoch. Und da lang. So. Jawoll. Da wieder lang. So. Hier und da hoch. Yeah. Oh Gott. Ah, Büsche brauchen wir nicht. So. Einmal hier entlang. Da wieder hoch. Schnell flitzen. Und. Schneller, schneller. Oh Gott. Keine Zeit, keine Zeit. Entschuldigung. So. Yeah. Geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du bist am Ziel. Du hast 59,1 Sekunden gebraucht. Okay. Und der mit Spannung erwartete Preis ist das hier. Ein Herzteil. Du bist ja nicht aufzuhalten. Da wird man direkt neidisch. Von dir können selbst wir noch ein paar Tricks lernen. Wir warten schon gespannt auf das nächste Rennen. Ja, das denke ich mir. So, super. Jetzt will ich aber wissen, wo das Mai Mai war, was wir hier irgendwie gehört haben. Warte mal, wir hören uns hier nochmal durch. Hier ist nichts mehr. Hier hört man nämlich immer quietschen. So. War hier eins drin? Nö. Ach, da oben. Da können wir ja hin, oder? So, gehen wir mal eben hier rein. Den können wir nicht heben. So. Okay. Warte mal. Ach nee, wir haben ja schon ausgewählt. Kommt her hier. Ihr Würmchen. Die Monster jetzt. So, da kann man, glaube ich, auch... Mist, geht nicht. Schade. Ich dachte, die können wir auch mit dem Hammer kaputt hauen. Und dadurch. So. Jetzt sind wir ja ganz woanders. Hä? Okay. Wow, 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 wow. Geben wir mal gute Rupees. So, bam. Oh, blauer dabei. So, dann hier lang. Weg mit euch. Boah, du Spinne. Weg mit dir. Oh Gott. Gut getroffen. Also, hier haben wir noch ein Hähnchen. Gut.
Ja, speichern wir mal eben. Gut, das haben wir abgeschlossen, ja. Nein, wollen wir jetzt nicht. Danke, wissen wir Bescheid. So, einmal Glöckchen läuten. Und zwar will ich nochmal ins Dorf. Wahrsager hat zwar gesagt, dass es etwas Grünes, dass mir etwas Grünes zurückbringen soll. Bis jetzt macht mir ein gewisser grüner Wicht allerdings nur Arbeit. Muss ja nicht mitmachen. So, und hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Nectus Pass.